Ja, willkommen zur sechsten Sitzung meiner Vorlesungsreihe zu Hartmann von Aue und zu seinem literarischen Werk. Heute geht es noch einmal um den Iwein-Roman, um die Conditio Humana, also um die Bestimmung des Menschen in diesem Roman. Ja, das ist ein Thema, das wahnsinnig interessant ist und sehr, sehr vielschichtig. Ich finde den Iwein-Roman total faszinierend. Leider kann ich nur exemplarisch vorgehen und ich möchte heute zwei Aspekte herausgreifen. Wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt von dem, was möglich oder spannend ist zu interpretieren am Iwein. Also Sie müssen da noch, wenn Sie sich genauer mit dem Iwein auseinandersetzen möchten, jede Menge noch beisteuern in Ihrem weiteren Studium. Heute geht es eben einfach nur um zwei Aspekte, die noch dazu eng miteinander verwandt sind. Einmal um Identität. Hier hören Sie dann auch einen kleinen Exkurs zur mittelalterlichen Medizin. Und einmal um den Löwen. Und hierzu hören Sie einen Exkurs zur Hermeneutik. Beginnen wir mit der Frage nach Identität. Identität ist das wohl prominenteste Thema, wenn es um die Interpretation des Iwein-Romans geht. Es gibt gefühlt kilometerweise Literatur zur Identitätsfrage im Iwein-Roman. Und wir haben hier ja auch eine Romanfigur, die sich selbst die Frage der eigenen Identität stellt. Es gibt ja diese klassische Textstelle, wo Iwein zu sich selbst sagt, bist du es Iwein oder wer? Also bist du Iwein oder wer bist du denn überhaupt? Es ist logisch nachvollziehbar und erwartbar, dass wir als moderne Forscherinnen und Forscher uns sehr stark für die Frage nach Identität in diesem mittelalterlichen Roman interessieren, weil das eben auch eine Frage ist, die wir uns als moderne Menschen selbst häufig stellen. Was ist denn meine Identität? Wie finde ich die denn? Wo finde ich denn meinen Platz im Leben? Nun haben wir hier eine Romanfigur aus dem ausgehenden 12. Jahrhundert, die scheinbar dieselbe Frage stellt, aber wir müssen auch hier wieder vorsichtig sein. Gerade bei Fragen, die uns selbst sehr affizieren, laufen wir Gefahr, dass wir moderne Sichtweisen auf diesen mittelalterlichen Text aufstülpen. Deswegen habe ich eben dieses Thema Identität gewählt für diese kleine Tiefenbohrung in die Interpretation des Iwein-Romans, um dieser Frage oder dieser Problematik ein bisschen auszuweichen, beziehungsweise um Ihnen Möglichkeiten an die Hand zu geben, diese Frage historisch adäquater stellen und bearbeiten zu können. Bei Iwein ist es ja so, dass er seine Identität verliert und wieder gewinnt. Okay. Aber es ist ähnlich wie beim Erik. Er wird nicht jemand Neues, sondern er weiß eigentlich ganz genau, was er wieder werden will. Er weiß eigentlich ganz genau, was seine eigentliche Identität ist. Das wäre so ein fundamentaler Unterschied zu einer modernen Herangehensweise, wo wir, wenn wir uns selbst die Identitätsfrage stellen, in der Regel nicht wissen, wo das Ganze drauf hinausläuft. Das macht ja diese Frage so brennen sozusagen. Iwein ist am Ende des ersten Wegteils, wenn wir das Doppelwegschema ansetzen wollen, Artusritter und Landesherr. Und genau das will er wieder werden auf dem zweiten Wegteil. Er verliert aber erstmal beides, die Artusritterschaft und seine Identität als Landesherr, durch die Entehrung Lunetis am Artushof. Nur kurz zur Erinnerung, nach dem Turnier, nach dem Kampf mit Kaie, im Quellenraum hat Gawain ja bei dieser Feier Iwein auf die Seite genommen und gesagt, mach es nicht so wie Erik, du sollst ihn nicht verliegen, geh weiter auf Turniere aus. Daraufhin hat sich Iwein von Laudine, von seiner Ehefrau, ein Jahr Frist ausbedungen, dass er eben in dieser Jahresfrist weiter Ehre erwerben kann, im Rahmen von Turnieren beispielsweise. Diese Frist hat er versäumt und dann ist Lunete aufgetaucht am Artushof und hat Iwein vor versammelter Mannschaft entehrt. Und dies ist auch einer Scheidung gleichgekommen. Iwein ist jetzt eigentlich nicht mehr der Ehemann von Laudine. Der Effekt, den diese Entehrung auf Iwein hat, der ist sehr spannend. Das sehen Sie hier in diesem Zitat. Er verlos sehn selbes Hulde. Wann ehren mochte die Schulde auf niemen anders gesagen. Ihn hätte es ihn selbes Swert erslagen. Ehren achte weder Mahn noch Wieb, nüwan uf sin selbes lieb. Erst als sich Swiggende dann, das in Sacht an Niermann, uns, dass er kam, für dü gezelt, us ihr Gesichte an das Feld.
Da ward's im Rübe allzu groß, dass ihm in das Hirne schoss ein Torn und ein Tobbesucht. Er brach seine Sitte und seine Zucht und zarte Abessin gewandt, dass er ward bloß samein Hand. So lief er über Gefilde nackend nach der Wilde. Ja, unsere Aufgabe lautet nun, diesen Wahnsinn, in den Iwein fällt, zu begreifen, und zwar historisch adäquat zu begreifen. Was passiert hier? Natürlich wäre für uns eine psychologische Erklärung dieses Wahnsinns naheliegend. Wahnsinn ist für uns heute eine psychologische Krankheit. Ja, Iwein wird damit wahnsinnig aus Schmerz wegen des Verlustes seiner geliebten Frau Laudine. Wir haben diese psychologische Herangehensweise schon problematisiert. Es ist die Frage, ob wir Psychologie überhaupt auf ein literarisches Werk lange vor ihrer Entstehung anwenden können, ob das überhaupt passt, ob diese Figuren überhaupt psychologisch funktionieren. Vielleicht wäre ein soziologischer Ansatz historisch passender. Iwein könnte auch wahnsinnig werden, verrückt werden sozusagen, weil er aller seiner Ehre verlustig gegangen ist. Er wurde entehrt vor dem Artushof. Die Menschen, die für ihn das Wichtigste sind, die ihm Ehre zuweisen, die weisen ihm nun keine Ehre mehr zu und deswegen wird er wahnsinnig. Das klingt erstmal historisch besser und adäquater, aber auch das haben wir schon ansatzweise problematisiert bei der Inhaltszusammenfassung und wir hatten einen ähnlichen Fall beim Erik. Wie beim Erik ist auch beim Iwein es durchaus nicht so, dass der Artushof selbst Iwein entehrt oder dass wir Ansätze haben, dass Artus beispielsweise als Figur sagt, oh, Iwein, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ganz im Gegenteil, Artus erkundigt sich ja direkt nach dieser Textstelle, die ich Ihnen gerade vorgetragen habe, nach Iwein. Er fragt, wo ist er denn? Und zwar durchaus positiv. Wir haben keinen Anlass zu glauben, dass die ja wirklich harte Rede von Lunete am Artushof tatsächlich den Artushof großmächtig beeindruckt hat. Auf Iwein war der Eindruck sehr stark, aber der Artushof, dem war das eher egal. Wir hatten das, wie gesagt, schon problematisiert beim Erik-Roman. Hier ist es ähnlich. Der Artushof sieht das anders. Aus dessen Perspektive ist das, was Iwein getan hat, nicht so wahnsinnig schlimm. Gut, er hat als Landesherr versagt. Was interessiert das den Artushof? Der will keinen Landesherrn, sondern der will einen Turnierritter, einen Aventüreritter. Und der ist ja Iwein nach wie vor offensichtlich vortrefflich. Hat er ja gerade unter Beweis gestellt. Das war ja das Problem. Also, eigentlich greifen beide Erklärungsansätze zu kurz, sowohl der psychologische als auch der soziologische. Wir haben auch einen spannenden Beleg im Text, dass der Wahnsinn von Iwein, was auch immer das ist, schon vor seiner öffentlichen Demütigung beginnt. Eine starke Irritation für uns. Schauen Sie sich das mal an. Dieses Zitat kommt vor der Stelle, die ich Ihnen eben vorgetragen habe, und noch vor der Entehrung durch Lunete, die taucht dann später erst auf. Nu kam mein Herr Iwein in einen sennenden Gedank. Er gedachte, das Twellen wär zu lang, das er von seinem Wiebe täte. Ihr Gebot und ihr Bette, dü hätte übergangen. Sein Herze ward befangen mit sehnlicher Trübe. Ihn begreifen selch Rübe, dass er sein selbes vergaß und alles Zwickende saß. Er überhurte und übersachs, was man da täte und es brach, als er ein Tore wäre. Ja, also Iwein verfällt in Reue, er vergisst sich selbst. Er schweigt, er bekommt nichts mehr mit, er schottet sich ab und er wird mit einem Tor verglichen, als ob er ein Tore wäre. Und das schon hier haben wir all diese Anzeichen, die später ganz deutliche Anzeichen von Iweins Wahnsinn sind, wenn er in den Wald flüchtet, wenn er sich da abschottet, wenn er da nichts mehr sieht und nicht mehr spricht und wenn er da als Tor bezeichnet wird. Das haben wir eben schon hier vor seiner Entehrung. Vielleicht gibt uns ja die Reaktion Iweins Antwort auf die Frage, was denn genau dieser Wahnsinn ist. Die stellt sich ja jetzt nach diesem Textzitat noch dringlicher
als zuvor. Die Reaktion von Iwan ist, dass er selbst jede Gesellschaft flieht, um dann im Wald wahnsinnig zu sein, was auch immer das bedeutet. Iwan sorgt also selbst für seine anhaltende Isolation. Nach einem Dinge jammert ihn, dass er wäre etes war, das Mann noch wieb, entweste war, und nimmer gehorte mehre war er kommen wäre. Ja, Sie sehen, dieser Wahnsinn von Iwan, der hat offensichtlich Methode. Ist das überhaupt Wahnsinn? Haben wir hier einen Menschen, der nicht mehr zurechnungsfähig ist? Nein, der kommt uns gerade an dieser Stelle als sehr planvoll daher. Gut, allmählich bröckelt so ein bisschen die Einsicht, die wir gewinnen können anhand von diesen Textstellen, dass das mit unserem heutigen Verständnis von Wahnsinn nicht sehr viel zu tun hat. Denken Sie auch dran, der Begriff Wahnsinn war ja nur eine Übersetzung. Im Mittelhochdeutschen werden dafür ganz andere Begrifflichkeiten verwendet, Tor beispielsweise. Naja, wenn uns unser medizinischer Begriff von Wahnsinn nicht weiterhilft, dann vielleicht ein historisch adäquater medizinischer Begriff von Wahnsinn oder von wie auch immer man diese Krankheit dann bezeichnen möchte. Und damit komme ich zu einem notwendigen Zwischenexkurs zur mittelalterlichen Medizin. Die heutige Medizin funktioniert grundsätzlich und sehr, sehr grob gesprochen auf der Basis eines doppelten Kreislaufes, eines doppelten Blutkreislaufes, den wir im Körper haben, wir Menschen, einmal den Kreislauf des Herzens und einmal den Kreislauf der Lunge. Und beides transportiert eben Stoffe hin und her, deswegen funktioniert unser Körper. Der mittelalterliche Entwurf, wie unser Körper funktioniert, ist davon so verschieden, wie vielleicht die heutige östliche Medizin von der westlichen Medizin. Die östliche Medizin mit ihren Kraftmeridianen, was keinerlei Entsprechung in der westlichen Medizin hat. Dieser Vergleich kann uns vielleicht auch ein bisschen wieder daran erinnern und daran gemahnen, nicht allzu arrogant dem Mittelalter entgegenzutreten und zu sagen, ah, die hatten merkwürdige, dämliche Vorstellungen von Medizin. Auch die mittelalterliche Medizin konnte heilen. Und teilweise können wir die Wege, wie das verargumentiert wurde, nicht mehr verstehen. Aber auch die war durchaus erfolgreich. Ähnlich wie heute die östliche Medizin, die wir mit westlichen Maßstäben nicht wirklich begreifen können. Was einfach ein völlig anderer Entwurf ist, wie Körper funktionieren oder wie man sich Körper vorstellt. Der mittelalterliche Entwurf dieser Medizin wird auch Humoralpathologie genannt. Von griechisch bzw. lateinisch-griechisch Humor, was Saft bedeutet. Sie kennen das vielleicht auch unter dem Begriff der Vier-Säfte-Lehre oder überhaupt der Säfte-Lehre. Also wir haben hier diesen anderen Entwurf, der davon ausgeht, dass der menschliche Körper eher sowas wie ein Gefäß ist. Da haben wir keinen Blutkreislauf, sondern wir haben hier ein bestimmtes Verhältnis von vier unterschiedlichen Säften. Diese Idee wurde schon in der Antike formuliert von einem Arzt und Philosophen namens Galen. Sie wurde dann aber im Mittelalter zu einem umfassenden System ausgebaut, das eben nicht nur den Menschen umgriff, sondern letztendlich die gesamte Schöpfung. Und dies vor allem durch einen Araber namens Avicenna. Das wurde dann wiederum ins Lateinische übertragen und wurde dann im westlichen Mittelalter rezipiert. Der menschliche Körper ist in diesem Entwurf ein Gefäß mit einer Mischung aus vier Säften, nämlich Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle. Gesundheit bedeutet in diesem System ein Gleichgewicht dieser vier Säfte. Also, dass sie in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Krankheit bedeutet ein Ungleichgewicht zwischen diesen vier Säften. Heilung heißt dann notwendigerweise, dass das Ungleichgewicht ausgeglichen wird, bis wir wieder ein Gleichgewicht haben. Sie kennen wahrscheinlich den Aderlass als einen der prominentesten Eingriffe der mittelalterlichen Medizin. Und ein Aderlass sorgt einfach dafür, dass aus dem menschlichen Körper Flüssigkeit austreten kann. Damit kann eben dieses Ungleichgewicht, das als Ursache für eine Erkrankung hergenommen wird, ausgeglichen werden, indem man etwas Flüssigkeit
abführt. Man kann es natürlich auch andersrum machen und dem Körper Flüssigkeit, bestimmte Flüssigkeiten zuführen oder einzelne Flüssigkeitsarten stärken, andere schwächen. So schaut dann eine mittelalterliche medizinische Behandlung aus. Dieses System ist, wie ich bereits kurz angemerkt habe, umfassend. Es umfasst den gesamten Kosmos. Denken Sie an die Verschlingung von Mikro- und Makrokosmos, die wir beim letzten Mal bei diesem Beispiel von Lambert von Hersfeld in seinen Annalen hatten, dass eben die gesamte Zeitlichkeit der Schöpfung eng geführt werden kann mit der Zeitlichkeit des einzelnen Menschen. Und so ein ähnliches System haben wir hier auch. Ich möchte das mit Ihnen exemplarisch anhand des Schleims durchgehen. Das wird uns dann nachher auch wieder beschäftigen, wenn wir es auf den Iwein anwenden. Der Schleim als eine der vier Körpersäfte, der ist verbunden mit dem weiblichen Geschlecht. Er ist mit dem Element Wasser verbunden. Wir haben ja auch vier Elemente, Luft, Wasser, Erde und Feuer. Wasser wäre eben das Element des Schleims. Damit ist der Schleim kalt und feucht bestimmt. Der Sitz im Körper, sein Organ sozusagen, ist das Gehirn. Seine Jahreszeit, wir sind jetzt nicht mehr beim menschlichen Körper, sondern bei der Schöpfung wieder, seine Jahreszeit ist der Winter und das Lebensalter, das dem Schleim entspricht, ist der Greis. Und nun kommt noch eins dazu, nämlich die Temperamentenlehre. Wir haben ja auch vier Temperamente, Sanguiniker, Choleriker, Melancholiker und Phlegmatiker. Und der Phlegmatiker, das wäre eben die Entsprechung für den Schleim. Der passt zum Schleim. Ein Phlegmatiker würde sich damit dadurch auszeichnen, dass er verhältnismäßig viel Schleim im Körper hat beispielsweise. Versuchen wir nun, diese Erkenntnisse im Bereich der mittelalterlichen Medizin anzuwenden auf die merkwürdige Krankheit, die Iwein befällt. Seine Krankheit muss eben historisch vor diesem Hintergrund verstanden werden. Und das versuchen wir nun. Dieses Zitat spricht die Dame von Narisson. Sie sprach und ist der Sucht also, dass sie von dem Hirnegard, der tuen ich ihm viel guten Rat. Wand ich noch einer Salbenhahn, die da Fei Morgan machte mit ihr selben Hand. Da ist es umbe so gewandt, dass niemand Hirnsüchte litte, wurde er bestrichen damit, er ne wurde dazestund wohlfahrende und gesund. Die Dame von Narisson bezeichnet die Krankheit von Iwein als Hirnsüchte. Und sie wird geheilt mit einer Salbe, die speziell für Hirnsüchte hergestellt worden ist. Also der Sitz dieser Krankheit ist das Gehirn. Nebenbei und in Klammern, Sie erinnern sich sicher an das Pflaster im Erek, das auch auf Fei Morgan zurückgeführt wurde. Also auch hier haben wir wieder ein Beispiel für Serialität. Es wird eigentlich dasselbe erzählt, aber in Varianz. Klammer zu. Wir haben also das Gehirn als Sitz dieser Krankheit identifiziert. Und wie äußert sich diese Krankheit? Naja, Iwein sitzt nur noch rum und tut gar nichts mehr. Er handelt nicht mehr, er kommuniziert nicht mehr, er vegetiert nur noch vor sich hin. Das verweist auf einen phlegmatischen Lebensstil. Das passt ja wunderbar zu diesem Bereich Schleim. Wir haben Gehirn als Sitz der Krankheit und wir haben eine phlegmatische Lebensäußerung von Iwein, der schottet sich von allem ab und tut gar nichts mehr. Also medizinisch könnten wir nach mittelalterlicher Humoralpathologie sagen, Iwein hat ein Schleimproblem. Jetzt haben wir es genauer gefasst. Nun haben wir im Mittelalter einen medizinischen Grundsatz. Eine Krankheit, ein Problem wird durch etwas Ähnliches geheilt. Man wendet etwas Ähnliches drauf an. Vielleicht haben wir deswegen ausgerechnet drei Frauen, die Iwein heilen mit dieser Salbe. Schleim ist ja weiblich konnotiert und hier kommt jetzt etwas Weibliches an. Drei Frauen im Auftrag von der Frau von Narisson, eine vierte Frau, und die sorgen für eine, zumindest zwischenzeitige Heilung von Iwein. Auch, dass er am ganzen Körper mit Salbe eingerieben wird, könnte auch auf dieses Heilen durch Ähnlichkeit zurückgeführt werden. Ihm wird eine schleimige Substanz auf den ganzen Körper aufgetragen und vielleicht ist Salbe im Mittelalter nicht dazu da, dass sie einzieht in den Körper, sondern dass sie darstellt, dass etwas aus dem Körper herauskommt. Damit würde der Schleim fast magisch sozusagen
durch dieses Auftragen der Salbe aus dem Körper herausgezogen werden. Und so könnte diese Behandlung von Iwein nach mittelalterlicher Humoralpathologie verstanden werden. Ein anderes Prinzip ist natürlich auch, wenn Sie an diese Gleichgewichtslogik denken, ein Stärken der jeweils anderen Seite. Nicht nur ein Heilen durch Ähnlichkeit, Frauen und der Schleim, der aufgetragen wird, sondern eben auch ein Stärken der anderen Seite. Und vielleicht erklärt sich hieraus diese merkwürdige Erotik dieser Stelle. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, wie Sie diese Stelle gelesen haben. Für mich war das eine sehr erotische Stelle. Die eine Dame sorgt erstmal dafür, dass sie allein ist mit Iwein, eine von diesen drei Damen. Und dann salbt sie ihm am ganzen Körper, und der Text betont wirklich am ganzen Körper, mit dieser Salbe ein. Eigentlich wurde ihr ja bei Todesstrafe befohlen, sehr sorgsam, vorsichtig mit dieser Salbe umzugehen, aber sie salbt ihn komplett ein. Den nackten Iwein, der vor ihr ohnmächtig liegt. Ja, das ist eine irgendwo erotische Szene, aber diese Erotik führt ja zu gar nichts weiter. Diese Dame wird ganz sang- und klanglos wieder aus der Erzählung verschwinden. Es kommt nicht zu einer irgendwie weiter gearteten Interaktion zwischen ihr und Iwein, wie er dann wieder wach ist. Was ist die Bedeutung dieser Erotik? Erotik wird sehr häufig mit Feuer, mit Hitze konnotiert im Mittelalter. Und hier haben wir damit sozusagen eine Behandlung mit dem gegenteiligen Moment. Dieser kalte und feuchte Schleim, diese Überzahl an Schleim, dieses Übermaß an Schleim, das Iwein kennzeichnet, wird quasi behandelt mit einem starken Feuer, mit der trockenen Hitze der Minne hier. So könnte man das Ganze medizinisch lesen. Vielleicht erklärt sich auf dieser Basis auch die merkwürdige Ausrede, die diese Dienerin gegenüber der Frau von Narisson äußert. Sie hat ja gelogen, diese Dienerin, als sie erzählte, dass sie die Salbe einfach verloren hat. Das haben wir hier vor uns. Sie sprach: Frobe, üsi geklaget, wie mir zerbüchsen ist geschächen. Es hat der Ritter wohl gesächen, wie nach ich ertrunken war's. Wunder ist, dass ich genas. Ich kam in Michel Arbeit, do ich über das Wasser reit, die hohen Brücke hier bi, dass das Ross unselig sie. Das struchte faßte uns an die Knie, also dass ich den Zaum verlier, unter der Büchsen vergaß und selbe Kume gesaß. Du empfiehlst mir in den Wackzital. Ja, was wir hier mit dieser erzählerisch eigentlich völlig überflüssigen Erzählung haben, auch die führt zu keinerlei weiteren Effekt, die Dame wird nicht bestraft oder wir haben keinen weiteren Bezug darauf. Was wir mit dieser eigentlich überflüssigen Erzählung haben, ist eine enge Verknüpfung der Salbe mit Wasser. Die Dame erzählt, sie sei über eine Brücke geritten, über eine Brücke, die über ein Wasser führt, und da sei ihr die Salbe ins Wasser gefallen, und zwar nicht in irgendein Wasser, sondern in einen Wack. Das ist eigentlich ein reißender Strom. Sie selber sei fast ertrunken. Eine sehr starke Anreicherung dieser Salbe mit Wasser. Nochmal, Wasser war das Element, das mit Schleim in Verbindung steht. Die Wirkung auf Iwein, die Wirkung dieser Salbenbehandlung ist, dass er vorerst gesundet oder zumindest ein wenig gesundet. Aber vielleicht können wir es nun auch spezifischer fassen, er wird tendenziell cholerisch. Das war ja sein Problem, er hatte zu viel Schleim, zu viel phlegmatische Grundeinstellung, und das wird jetzt durch diese Behandlung sozusagen mit ihrem Gegenteil angereichert. Das Gegenteil wäre cholerisch. Was bedeutet das? Er kann Alias besiegen. Er kann ja wieder wunderbar kämpfen. Er kann gewalttätig sein und dies sehr gezielt. Das ist alles überhaupt nicht mehr phlegmatisch, sondern das verweist eher auf einen cholerischen Charakter. Es geht nicht darum, dass Iwein jetzt seinen Charakter wechselt, sondern wir sehen eben, die Behandlung schlägt an, weil die andere Seite, das eher cholerische, wieder auch funktionieren kann. Davor hat das ja so gut wie gar nicht funktioniert. Iwein hat ja so gut wie gar nichts mehr gemacht davor. Das alles ist aber nur der Ausschnitt der Heilung, der für unseren medizinischen Begriff noch irgendwie verständlich ist. Also das Auftragen einer Salbe, das Auftragen einer Medizin und seine wie auch immer geartete Wirkung auf den Körper. Humoralpathologie ist aber, wie ich schon gesagt habe, allumfassend. Wir sollten nochmal
genauer die Frage stellen, worin äußert sich genau die Krankheit von Iwein? Und wir sollten den Blick weiter wählen, als es unsere heutige Schulmedizin zulässt, die ja sehr eng einfach nur auf den Körper schaut. Humoralpathologie umfasst eben das gesamte Sein des Menschen. Und hier sehen wir, dass wir ja nicht nur ein Ungleichgewicht von irgendwelchen Säften bei Iwein haben, die durch andere Säfte wieder ausgeglichen werden kann, sondern wir haben auch ein Ungleichgewicht zwischen Schein und Sein. Ein Ungleichgewicht zwischen Wunsch und Tat, zwischen Anspruch und Wirklichkeit und wieder auch wie beim Erik zwischen Individuum und Gesellschaft. Iwein als Figur steht in starker Spannung zwischen diesen Elementen, die an ihn zerren, und er selber befindet sich nicht im Gleichgewicht, er kann nicht ausgleichen zwischen diesen unterschiedlichen Anforderungen an sich. Und auch dieses Ungleichgewicht der Identität muss geheilt werden. Damit sind wir eben durch unseren Umweg zur mittelalterlichen Humoralpathologie wieder bei der Frage nach Identität gelandet. Identität, das ist die Krankheit, an der Iwein leidet, also dass er eben nicht mehr seine Identität hat, dass hier einiges im Ungleichgewicht ist und die Salbung ist eben nur ein Schritt auf dem Weg seiner Gesundung. Kehren wir zunächst zurück zum Ausbruch der Krankheit, zu dem Moment, wo Iwein der Gesellschaft flieht und wo seine gesamte Person sozusagen auf Werkeinstellung zurückfährt. Diese Folie skizziert den Weg von Iwein zurück in die Gesellschaft. Als ersten Punkt haben wir nackt im Wald. Nackt bedeutet, die Figur ist ohne Standeszeichen. Wir können nicht mehr absehen, dass er adlig ist, dass er ein Ritter ist, dass er Iwein ist überhaupt. Und er ist im Wald, das bedeutet, er ist in der Wildnis, jenseits der Gesellschaft. Er ist nicht mehr im höfischen Raum, sondern in der Wilde. Aber die Erzählung lässt ihn nicht allein. Gleich darauf bekommt diese Figur eine Minimalausstattung mit Pfeil und Bogen, die ein Knappe verloren hat. Das ist sehr spannend. Ein Knappe hat ja eigentlich die Funktion, dass er einem Ritter dient. Nun haben wir hier keinen Ritter mehr, aber trotzdem war ja Iwein mal ein Ritter. Und dieser nicht mehr Ritter hat natürlich auch keinen Knappen mehr, aber die Erzählung liefert ihm als Service sozusagen einen Knappen, der einfach ein bisschen vergesslich war und hier Pfeil und Bogen vergessen hat und damit diente er ja indirekt trotzdem einem Ritter. Mit Pfeil und Bogen kann Iwein auf die Vogeljagd gehen, was so ein adliges Rudiment von Freizeitbeschäftigung ist sozusagen. Seine Restfertigkeiten als Adliger sind sozusagen in seinem Bios gespeichert. Er ist, wenn wir eine Computermetapher bedienen wollen, auf Werkeinstellung zurückgefahren, aber so grundsätzliche Sachen, die funktionieren noch. Vogeljagd, das klappt noch. Ein erster Schritt zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft ist, dass er Mundraub begeht von einem Einsiedler. Ja, uns erscheint das als ein etwas holpriger Einstieg, aber es ist auch das, was historisch Adlige nun mal tun im Mittelalter. Die nehmen sich, was sie haben wollen. Sie sorgen nicht selbst dafür, dass sie Nahrung anpflanzen beispielsweise oder Nahrung zubereiten, sondern sie nehmen sich das notwendigerweise, wenn es denn sein muss, mit Waffengewalt. Dieses Stadium wird aber schnell überwunden. Wir haben dann ein nächstes Stadium der Tauschwirtschaft. Iwein tauscht seine erjagten Tiere gegen zubereitetes Essen. Auch das finde ich ganz spannend. In einem modernen Abenteuerroman würden wir eigentlich erwarten, dass unser Held selber Feuer machen kann und das selber zubereitet, das, was er erjagt. Das wäre aber gänzlich unmittelalterlich und unhöfisch gedacht. Ein adliger, höfischer Mensch bereitet seine Nahrung nicht selbst zu. Das wäre total bäuerisch sozusagen. Der lässt das zubereiten und er kann gewissermaßen vielleicht noch handeln. Das geht gerade noch, ist auch ein bisschen anrüchig, aber das klappt noch. Er jagt Tiere und diese Tiere gibt er im Tausch gegen zubereitete Nahrung. Dann haben wir die Salbung durch die Damen. Das haben wir schon etwas intensiver behandelt, was aber, wie Sie nun sehen können, nur ein Schritt auf dem Weg zur Heilung ist. Diese Heilung ist eben nicht nur körperlich zu verstehen, sondern umfassend zu verstehen.
Und die unmittelbare Reaktion von Iwine ist seine berühmte Traumrede. Die sehen Sie hier in dieser Sprechblase. Iwine denkt, dass er ein Bauer ist, der nur geträumt hat, adliger Ritter zu sein. Es ist alles noch da, seine Erinnerung ist noch da, aber seine Identität hat einen Knacks bekommen. Er denkt, das ist er nicht. Hier taucht auch die zentrale Frage auf, eingangs, bist du's, Iwine, oder wer? Und dann sagt Iwine, er sprach, mich hat gelehrt mein Traum, des bin ich geehret, mag ich zur Harnasche kommen. Der Traum hat mir mein Recht benommen. Swie gar ich ein Gebure bin, es turniert all mein Sinn. Mein Herze ist meinem Liebe unglich, mein Lieb ist arm, das Herze riech. Also, mein Traum hat mir etwas beigebracht, deswegen will ich Ehre erwerben, wenn ich zu einer Rüstung kommen kann. Der Traum hat mich meinem Stand entfremdet. Wenn ich auch gänzlich ein Bauer bin, so habe ich nur Gedanken an das Turnier. Mein Herz passt nicht zu meinem Äußeren, äußerlich bin ich arm, aber mein Herz ist reich. Ja, Sie sehen, die Krankheit ist immer noch da, und zwar in einem vollen Ausmaß. Die Ungleichheit, das Ungleichgewicht, das Iwine kennzeichnet, ist fundamental. Er denkt, dass seine ehemalige richtige Identität nur ein Traum war, und dieser Traum hat ihm alles eingegeben, was nicht zu seinem eigentlichen Selbst, nämlich zu seiner Bäuerlichkeit, passt. Sein Sinn steht nur noch nach Turnieren, aber eigentlich ist er ja ein Bauer, so denkt er. Hier kommt wieder das Thema Lernen ins Spiel. Wir haben hier den Ausgangspunkt eines Lernweges, wenn wir so wollen, der zweite Wegteil im Iwine-Roman nach diesem Wahnsinn. Wir wissen schon aus dem Erek, dass Lernen nicht bedeutet, dass die Figur sukzessive schlauer oder einsichtiger wird. Lernen bedeutet vielmehr, dass er sein Problem variiert, wiederholt. Deswegen haben wir wieder Terminprobleme, die Iwine im zweiten Wegteil kennzeichnen, und das Ungleichgewicht zwischen Schein und Sein, ja, zwischen seiner Existenz und dem, was er eigentlich sein sollte, das bricht extrem auf im zweiten Wegteil. Ziel dieses zweiten Wegteils und Ziel des Gesundungsweges Iwines ist seine Wiedereinsetzung als Landesherrscher. Davor haben aber wir sehr viele Stationen, die auf verschlungenen Pfaden dahin führen, eben den zweiten Wegteil, und den bestreitet Iwine als Löwenritter. Diese Existenz als Löwenritter ist ein wunderbares Bild seiner unintakten Identität. Er ist nicht mehr Iwine, er ist ab jetzt der Löwenritter. Gut, er ist ein adliger Herr, er ist ein adliger Ritter, er kann kämpfen, das wird jetzt sehr schnell besser werden, er denkt nicht über lange Zeit, dass er ein Bauer ist, aber er wird diesen zweiten Wegteil nicht in seiner Identität als Iwine bestreiten, sondern als Löwenritter. Der Löwe, der dazu die zentrale Figur abgibt, der ist sehr komplex und den müssen wir gesondert behandeln mit dem nächsten Thema, der Löwe. Direkt nach dem Sieg über Alias, also über diesen Ritter, der die Dame von Narison belagert, kommt der Löwenkampf, beziehungsweise der Löwendrachenkampf, in den Iwine einsteigt. Und daraus stammt dieses Zitat, das Sie hier vor sich sehen. Luther ahne Maße hörte eine Stimme, kläglich und doch grimme. Nun weste mein Herr Iwine, von wedem sie wäre unter den Zweien, von Wurme oder von Tiere. Er befand es aber schiere, wann dieselbe Stimme wisst ihn durch Michel Waldgefälle hin, da er an einer Bloße ersach, war ein grimmer Kampf geschach, da mit unverzagten Sitten ein Wurm und ein Lewe stritten. Der Wurm war stark und groß, das Führ ihm aus dem Munde schoss. Ihm half die Hitze und der Stank, dass er den Leven des betwank, dass er also Lute schrie. Nur ganz nebenbei möchte ich Sie darauf hinweisen, sehen Sie, dass Iwine hier einsteigt in eine Situation, wo er mit dem feurigen Drachen einer Figur begegnet, die
sehr stark cholerisch aufgeladen ist, also die sehr stark das Gegenteil darstellt von seiner ehemaligen Krankheit, und er wendet sich gegen diese Figur. Das könnten Sie humoralpathologisch auch so lesen, dass Ivan jetzt nicht Gefahr läuft oder dass er der Gefahr entgeht, aktiv jetzt ins andere Extrem zu verfallen. Ja, denken Sie, es geht ja beim Ivan-Roman, wie schon beim Erik-Roman, immer darum, Extreme zu vermeiden. Und hier könnte er sich ja auch für den Drachen entscheiden, aber nein, er entscheidet sich für den Löwen und gegen den cholerischen Drachen. Aber ich mache damit die humoralpathologische Klammer wieder zu. Kümmern wir uns nicht um den Drachen, sondern um den Löwen. Wir müssen uns fragen, die vielleicht erstmal ja banal klingende Frage: Was ist denn überhaupt ein Löwe im Mittelalter? Im Mittelalter ist ein Löwe zunächst erstmal nichts großartig anderes als heute. Ein Löwe ist ein Tier, ein Raubtier, um es genauer zu sagen. Es hat Zähne, es hat Krallen. Damit ist es sehr gefährlich, mitunter tödlich. Das sind die Denotationen des Begriffs Löwe. Was bedeutet Löwe? Naja, ein wildes Tier, das einen Menschen töten kann, das Zähne hat, das Krallen hat, ein Raubtier. Kommen wir zu den Konnotationen nun, also zu den zusätzlichen Sinngehalten, die der Löwe erhält im Rahmen der Erzählung. Ich möchte Ihnen eben zuerst die Konnotationen in der Erzählung vorstellen, um dann überzugehen zu den Konnotationen, die der Löwe in der mittelalterlichen Tradition außerhalb dieses Textes auch noch erhält. Zu den textlichen Konnotationen. Sehen Sie hier das erste Zitat? Herrn Iwein täte der Zwiefel weh, wenn er mir helfen sollte, und bedachte sich, dass er wollte helfen dem ädleren Tiere. Doch forchte des, wie schiere des Wurmes tot erginge, dass ihn das nicht verfinge, der Lebe bestünde ihn zur Hand. Also Herrn Iwein quälte der Zweifel, wem er helfen sollte, und er entschloss sich, dem edleren Tier zu helfen. Doch fürchtete er, sobald der Drache tot sei, ließe es sich nicht vermeiden, dass der Löwe ihn sofort angriff. Der Löwe ist in dieser relativ frühen Stelle ziemlich schillernd bestimmt zwischen Edel und Wilde. Und in dieser Spannung Edel und Wilde, edel und wild, wenn man so möchte, da spiegelt er den Zustand Iweins perfekt wider, der ja auch in starker Identitätsspannung steht. Denken Sie dran, Iwein war gerade noch nackt im Wald, eigentlich ein adliger, edler Ritter, der total in der Wilde aufgegangen war. Zweites Zitat: Dannoch, do er den Wurmers lurg, do hätt er Zwiefel genug, dass ihn der Lebe wollte bestarn. Das ward ihm anders kundgetan. Sich bot der Lewe uff seinen Fuß und zeigt ihm unsprechende Gruß mit Gebärde und mit Stimme. Hier ließ er seine Grimme und erzeigt ihm seine Minne, als er von seinem Sinne allerbeste mochte und einem Tiere tochte. Er antwort sich in seine Pflege, als er ihn sieht, alle Wege mit seinem Dienste ehrte und folgt ihm's war er kehrte und gesturnt ihm zahl er seiner Not. Und sie beide schiert der Tod. Also als er den Drachen erschlagen hatte, war er voller Sorge, dass der Löwe ihn angreifen würde, aber er erfuhr bald, dass es sich anders verhielt. Der Löwe schmiegte sich ihm zu Füßen und grüßte ihn ohne Sprache mit Gebärden und Lauten. Er ließ ab von seiner Grimmigkeit und zeigte ihm seine Zuneigung, so gut er es nach den Kräften seines Verstandes konnte und wie es einem Tier eben möglich ist. Er schloss sich ihm an, indem er ihm seitdem überall mit seinem Dienst Ehrerbietung erwies und ihm folgte, wohin er sich auch wandte und ihm in aller Gefahr beistand, bis sie beide der Tod schied. Hier in dieser, auch durch diese gehäuften Endreime auf imme, stimme, grimme, minne, sinne, sehr auffälligen Stelle, wird der Löwe stark mit Treue verknüpft. Das ist nun ein neues Konnotat. Löwe bedeutet Treue. Diese Treue wird hier umso stärker hervorgehoben, als dass wir einen Ausblick haben, der uns eigentlich im Folgenden gar nicht erzählt wird. Hier behauptet der Erzähler, dass die beiden bis zu ihrem Tod beieinander bleiben werden. Das passiert aber gar nicht. Der Löwe wird einfach sang- und klanglos aus der Erzählung verschwinden. Ein Aspekt, der uns übrigens noch beschäftigen wird. Aber durch diese Inszenierung wird der Löwe eben ganz, ganz stark mit Treue
aufgeladen. Er folgt Iwein von diesem Zeitpunkt an überall hin, er ist überaus treu. Kommen wir zum dritten Zitat. Der lebe und sin Herre, die fuhren unfahre uns, er ein Tier es machte. Nu twang ihn des in Achte, beide der Hunger und sin Art, do er des Tieres innen ward, dass er das garne wollte jagen. Da er ein Rechtstande fand, und er fieng auch das zur Hand und sog ihm us das warme Blut. Also der Löwe und sein Herr zogen nicht weit, bis er ein Wild witterte. Nun zwang ihn seine Natur dazu, sowohl der Hunger wie seine angestammte Art, dass er, als er das Wild bemerkte, es zu jagen begehrte. Dort fand er ein Reh, das fing er sogleich und saugte ihm sein warmes Blut aus. Ja, der Löwe wird hier inszeniert als ein Jäger, als ein ja, brutales, wildes Tier, das Blut trinkt, sehr blutrünstig. Wenn wir also diese drei Konnotate, die uns der Text anbietet, zum Löwen zusammenfassen, dann ist der Löwe bestimmt von der Spannung zwischen Wild und Edel. Er ist treu und er ist ein blutrünstiger Jäger. Hier sehen Sie noch eine weitere sehr signifikante Stelle, die ich Ihnen noch zeigen wollte. Wir sind nun beim ungewollten Quellenbesuch von Iwein, wo ja Iwein plötzlich sich an alles wieder erinnert. Des ward so rüweg sin lieb, von Jamber ward ihm also wehe, dass er viel nach als eh von sinem Sinne war's kommen. Und ihm ward da benommen des Herzen Kraft allsogar, dass er zur Erde tot fahr von dem Orse niedersäg. Und als er voll sich genäg, das Schwert ihm us der Scheide schoß. Des Gürte war's allzu groß, dass es ihm durch Halsperk brach und ihm ein große Wunden stach, dass er viel sehr blurte. Des ward ihn unmurte der Lewe, wande er wäre tot, und war's ihm nach dem Tode Not. Er richte das Schwert an einem Struch und wollte sich stechen durch den Buch, wann das ihm Herr Iwein da noch lebende vorschein. Er richte sich uff und saß und er erwande dem Leben das, dass er sich nicht zetode stach. Also, das schmerzte ihn so sehr, von Iwein ist die Rede, vor Jammer wurde ihm so weh, dass er fast wie vorher seinen Verstand verloren hätte. Und sein Herz versagte ihm, so dass er totenbleich von seinem Pferde herabsank. Und als er vornüber fiel, fuhr das Schwert aus der Scheide, das so vorzüglich war, dass es ihm durch den Halsberg drang und eine große Wunde stach, so dass er heftig blutete. Darob bekümmerte sich der Löwe. Er glaubte, er sei tot und begehrte auch zu sterben. Er stellte das Schwert an einen Strauch auf und wollte sich durch den Bauch stechen, doch gab Herr Iwein ein Lebenszeichen von sich. Er richtete sich auf und setzte sich hin und hinderte dem Löwen daran, sich zu erstechen. Ja, wieder zeigt sich die Treue des Tieres, die unbedingte Treue, die bewirkt, dass er, der Löwe, sein Leben beenden möchte, als er sieht, dass Iwein scheinbar tot ist. Denken Sie in Klammern an Erik und Enite. Da war dieselbe Situation und Enite wollte sich umbringen, wie sie dachte, dass Erik tot war. Klammer wieder zu. Wir haben aber über diese Treue hinaus, die hatten wir ja schon konnotiert im Text, auch die Konnotation von Sterben und wiedererweckt werden, die wir hier auf Seiten von Iwein haben, im Zusammenhang mit dem Löwen. Gut, mit all diesen innertextlichen Konnotationen gehen wir nun aus dem Text heraus und suchen nach Konnotationen des Löwen in der mittelalterlichen Tradition. Bitte gehen Sie möglichst immer so vor, dass Sie, wenn Sie nach Konnotationen suchen, erstmal im Text selber suchen, um dann mit diesen Konnotationen rauszugehen und außerhalb des Textes zu suchen. Ansonsten laufen Sie Gefahr, dass Sie in der Fülle der Konnotationen, die das Mittelalter für so ziemlich alle Dinge anbietet, ertrinken. Aber mit diesen Konnotationen, die Sie schon gewonnen haben, aus dem Text selbst heraus, haben Sie ein ganz gutes Indiz, was denn passen könnte. Der Löwe ist in der Tradition des Mittelalters sehr vielfältig konnotiert. Zwei besonders prominente Prätexte haben wir in der Bibel einerseits und andererseits im Physiologus. Die Bibel kennen Sie, der Physiologus ist sowas wie ein mittelalterliches religiöses Naturkundebuch. Aus dem stammt das erste Zitat, das Sie hier sehen. Wenn die Löwin das Junge gebiert, gebiert sie es tot.
Die Löwin aber behütet ihr Kind, bis sein Vater am dritten Tage kommt, in sein Gesicht bläst und es erweckt. So erweckt auch der Gott und Vater des Alls den Erstgeborenen vor allen Kreaturen, unseren Herrn Jesus Christus, seinen Sohn von den Toten. Der Löwe wird hier mit Gott konnotiert und mit dem Sieg Gottes über den Tod. Das korrespondiert assoziativ mit der Scheintodszene im Iwein. Aber wir haben diese Analogien auch ein bisschen gebrochen. Und dort ist es ja Iwein, der den Löwen rettet vor dem Tod. Aber immerhin haben wir die Themen Tod und Auferstehung in Verbindung mit dem Löwen auch bei diesem Prätext. Die Bibel wiederum liefert sehr viele Konnotationen zum Löwen, sowohl positive wie auch negative. Ich greife hier mal eine negative raus, nämlich eine Konnotation mit dem Teufel. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Ja, das korrespondiert mit den Befürchtungen von Iwein bei dem Kampf. Er denkt, er hilft dem Löwen, aber der wird ihm danach natürlich verschlingen. Der wird ihn danach auffressen. Und es korrespondiert auch tendenziell mit dem Jagd- und Kampfverhalten des Löwen, der halt ein wildes Tier ist und das Blut aussaugt von seiner Beute. Man sieht schon hier anhand von diesen zwei relativ beliebigen Beispielen, dass wir in der Tradition gerade beim Löwen sehr divergente Konnotationen haben. Das passt auch ganz gut zu dem Ungleichgewichtszustand von Iwein, der sich im Löwen immer besser spiegelt. Ich möchte Ihnen noch zwei weitere Konnotationen aus der Tradition bieten. Unten links sehen Sie den Löwen als Begleiter des heiligen Hieronymus. Das ist eine Legende, eine Heiligenlegende. Der heilige Hieronymus, der zieht dort dem Löwen einen Dorn aus dem Fuß, der diesem Tier sehr geschmerzt hat. Und seitdem begleitet der Löwe den Hieronymus wie ein Hund. Der Löwe wird zum Sinnbild des Hieronymus, zum Erkennungszeichen sozusagen. Damit steht der Löwe in der Legende des heiligen Hieronymus ganz stark für die Treue. Und das korrespondiert ja wunderbar mit dem Geschehen im Iwein, wo der Iwein dem Löwen ja auch hilft und seitdem der Löwe ihn begleitet wie ein Hund zahm. Unten rechts sehen Sie den Löwen als Herrschaftssymbol. Das ist im Mittelalter weit verbreitet. Wird später dann auch, also ein bisschen nach Hartmann von Aue, sehr beliebt als Wappensymbol der Löwe. Das korrespondiert mit Iweins wieder zu erreichender Identität als Landesherrscher und mit der Konnotation des Löwen mit Edelmut im Text. Also Löwe als Herrschaftssymbol korrespondiert mit Edelmut und mit eben dem Landesherrscher, der Iwein wieder werden möchte. Der Löwe bringt zusammengefasst aus der Tradition, also Gott, den Teufel, die Treue und Herrschaft als Konnotate mit. Diese Konnotationen aus dem Text und diese Konnotationen aus dem Kontext bestätigen und verstärken sich gegenseitig. Und das ist ein Indiz, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Wenn wir hier sehr starke Unterschiede rausgearbeitet hätten, dann wäre es unwahrscheinlich, dass das plausibel wäre, diese Operation. Es ergibt sich eine Gemengelage aus diesen unterschiedlichen Konnotaten, die die Bedeutung des Löwen im Text repräsentiert. Wichtig ist an dieser Stelle, dass ich Sie erinnere, denken Sie trotzdem immer zunächst an die Denotationen. Der Löwe bleibt ein Löwe, ein wildes Tier, das Klauen hat, das Zähne hat, kämpfen kann. Das ist wichtig, ansonsten funktioniert der ganze Text nicht. Wir sollten nicht nur auf die Konnotationen uns stürzen, sondern das muss immer durch die Denotationen durchgehen. Der Löwe ist kein Symbol der Treue. Er ist nicht Gott. Der Löwe ist auch nicht der Teufel. Er ist ein Löwe und er bleibt ein Löwe. Das betont der Text auch immer wieder. Nur als Löwe, als wildes Tier, kann der Löwe auch seinen vielfältigen Funktionen gerecht werden. Er ist Kampfhilfe für Iwein. Zwar als wildes Tier. Da nutzt es nichts, dass er edel ist oder dass er für Gott steht oder für den Teufel. Der Löwe kämpft hier als wildes Tier an der Seite von Iwein. Er ist ein Identitätsplatzhalter für Iwein, auch das ist eine Funktion von ihm. Und er ist Spiegel seiner Krankheit.
Und letztendlich ist es auch der Weg seiner Heilung. Der Weg, den der Löwe ja tatsächlich und buchstäblich mit Iwan zusammen beschreitet. Vielleicht am wichtigsten ist, weil dieser Löwe ein Löwe ist und ein Löwe bleibt, bei all seinen vielfältigen Konnotaten, kann er als Löwe auch wieder ganz sang- und klanglos aus der Erzählung verschwinden. Er wird dann nicht mehr gebraucht. Versuchen Sie das mal mit den Konnotaten. Verschwindet Gott aus der Erzählung? Verschwindet der Teufel? Verschwindet der Edelmut oder die Herrschaft? Nein, die bleiben selbstverständlich da drin. Die sind ja nicht an den Löwen gebunden. Der Löwe repräsentiert sie nur in einem bestimmten Maß zwischenzeitig. Aber als Figur, als Löwe, kann der Löwe einfach aus dem Text verschwinden. Das Denotat Löwe dominiert also die Konnotate. Das wäre für mich ein sehr wichtiger Grundsatz, dass wir nicht uns auf die Konnotate stürzen und die Dominanz setzen. Der Löwe bleibt bei allen Konnotationen ein Löwe. Der Löwe ist nicht eigentlich etwas anderes, sondern er bedeutet mehr, als er ist. Wir sind nun bei der Frage angelangt nach der Bedeutung von Dingen oder hier von einem Tier in einem mittelalterlichen Text. Und nach dem Verhältnis von wörtlicher Bedeutung, der Löwe ist ein Löwe, und von übertragener Bedeutung, der Löwe steht auch für Gott, steht auch für Treue, steht auch für Ehre und so weiter. Und ja, dieses Nachdenken über das rechte Verhältnis von wörtlicher und übertragener Bedeutung, das verweist auf eine erkenntnistheoretische Grundtechnik des Abendlandes, nämlich auf die Hermeneutik. Und damit komme ich zu meinem abschließenden Exkurs zur Hermeneutik, zur mittelalterlichen Hermeneutik, die auch die Basis der modernen Hermeneutik ist, die sie auch heute noch praktizieren. Die Hermeneutik beginnt historisch in der Spätantike als Textinterpretationsmethode für die Bibel. Warum? Das möchte ich Ihnen jetzt schrittweise erklären. Dazu habe ich Ihnen diese Grafik gemacht. Ziffer 1, da sehen Sie die Situation in der Antike. Die neutestamentlichen Bücher werden von Menschen gelesen, die zu der Kultur gehören, in der sie noch geschrieben wurden. Da gibt es keine großmächtigen Verständnisprobleme, da gibt es auch noch keine Hermeneutik. Die setzt erst später ein, da sind wir bei Punkt 2, das ist die Situation in der Spätantike. Menschen, die Jahrhunderte nach der Niederschrift der neutestamentarischen Bücher leben, wollen diese lesen und verstehen, aber es gibt Verständnisprobleme. Und hier setzt jetzt Punkt 3 ein, nämlich die Hermeneutik. Die Hermeneutik arbeitet zunächst an den Denotationen. Was bedeuten denn bestimmte Begriffe? Sie müssen sich das so vorstellen, das sind einfach alte Texte, die verwenden Begrifflichkeiten, die neutestamentarischen Bücher, die Menschen, die Jahrhunderte nach ihrem Entstehen geboren sind, einfach nicht mehr kennen. Was bedeutet dieser Begriff beispielsweise? Und diese Menschen, die diese neutestamentarischen Bücher verstehen wollen, die suchen im selben Text und sie suchen auch in anderen Texten aus derselben Zeit nach dem gleichen Begriff, um zu überlegen, um sich sozusagen ein Wörterbuch zu schaffen, was bedeutet denn dieser Begriff. Das ist der Beginn der Hermeneutik. Was Sie hier vor sich haben als Technik, man nimmt eine Textstelle heraus, einen Begriff zum Beispiel, und man sucht in anderen Texten oder im selben Text, wo taucht denn dieser Begriff nochmal auf, was bedeutet der, und mit dieser Information, die man gewonnen hat, geht man wieder auf diese eine Textstelle zurück. Das ist nichts anderes als der hermeneutische Zirkel. Und dieser hermeneutische Zirkel ist zunächst sehr basal einfach nur eine Übersetzungstechnik, nicht mehr und nicht weniger. Dieses Prinzip wird aber sehr schnell auch über die reinen Denotationen hinaus ausgeweitet auf die Konnotationen der Begrifflichkeiten. Die Frage nach der Bedeutung, was bedeutet ein Begriff oder was bedeutet ein Geschehen, kann, wie wir gesehen haben am Beispiel des Löwen im Iwan, auch über die Denotationsebene hinaus erfolgen. Was bedeutet ein Begriff über seine buchstäbliche Bedeutung hinaus? Was schwingt da mit? Die Technik der Hermeneutik wird über die Ebene der Buchstaben ausgeweitet auf die Ebene der Botschaft Gottes. Die Frage lautet dann, wo hat der Autor, der hier Gott ist, des Textes, hier die Bibel, den Begriff nochmal verwendet?
Wie wird er dort konnotiert? Welche Sinndimensionen erhält dieser Begriff dadurch, die ich dann vielleicht auch auf eine andere Textstelle übertragen kann? Die Grundlage für dieses Vorgehen ist die Überzeugung, dass die Bibel ja eine äußerst komplexe Nachricht Gottes an den Menschen darstellt. Und dieser Komplexität, der kann man folgen, indem man eben die Konnotate sammelt und versucht, auch auf andere Textstellen, die denselben Begriff oder dasselbe Narrativ verwenden, anzuwenden. Auf diese Weise erhält der Leser und die Leserin eben über die Denotation hinaus zusätzliche Sinnebenen des Textes. Im Mittelalter nun wird diese Technik aufgegriffen, der Bibelexegese, und daraus entwickelt sich eine ja feste Technik der Interpretation der Bibel, der sogenannte mehrfache Schriftsinn. Ich zeige Ihnen nun den mehrfachen Schriftsinn am Beispiel des vierfachen Schriftsinns. Es gibt unterschiedliche Konzepte. Der vierfache Schriftsinn ist vielleicht der bekannteste, die bekannteste Auslegung dieser Methode. Wir haben beim vierfachen Schriftsinn eine grundsätzliche Zweiteilung wie zuvor auch. Einmal der buchstäbliche Sinn, der wird hier als historischer Sinn auch bezeichnet, und dann auf der anderen Seite der geistliche Sinn. Und dieser geistliche Sinn, also die übertragene Bedeutung eines Begriffs, die wird weiter ausdifferenziert auf drei unterschiedlichen Sinnebenen. Zunächst hätten wir den allegorischen Sinn. Der allegorische Sinn bezeichnet die Korrespondenz von Altem Testament zum Neuen Testament. Was ist im Alten Testament präfiguriert, schon angelegt, was sich dann worin im Neuen Testament niederschlägt? Es kann aber auch das Bibelgeschehen, zum Beispiel des Neuen Testamentes, sein in seiner Verbindung zur Gegenwart. Wir haben immer einen zeitlichen Hiat, der überwunden wird im allegorischen Sinn. Der tropologische Sinn definiert die moralische Sinndimension. Was hat eine Textstelle, was hat ein Begriff mit mir zu tun, mit meinem Leben? Darauf antwortet der tropologische Sinn. Und der anagogische Sinn wiederum, das ist die Sinndimension hinsichtlich der letzten Dinge, hinsichtlich der sogenannten Eschatologie, also der Ewigkeit, entweder der Ewigkeit in Gegenwart Gottes oder der Ewigkeit des ewigen Todes. Wir haben im Mittelalter ein prominentes Beispiel, anhand dessen immer wieder dieser vierfache Schriftsinn durchgespielt wird, das ist Jerusalem. Und hier können wir schön exemplarisch zeigen. Jerusalem ist buchstäblich verstanden eine Stadt, nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt kommen die drei geistlichen Sinndimensionen. Erstmal allegorisch bedeutet Jerusalem die Kirche. Sie sehen hier die Korrespondenz von Altem zum Neuen Testament bzw. von Bibel zur heutigen Lebensrealität. Tropologisch bedeutet Jerusalem die Seele, die menschliche Seele. Also hier die moralische Sinndimension, was hat eine Textstelle mit mir selber zu tun? Jerusalem bedeutet Seele, meine Seele. Und die anagogische Sinndimension hinsichtlich der letzten Dinge, in dieser Sinndimension bedeutet Jerusalem das himmlische Jerusalem, also das Jenseits in der Gemeinschaft mit Gott. Dieses Modell des vierfachen Schriftsinns ist im Mittelalter sehr prominent und sehr präsent. Und wir haben oben beim Iwein-Roman ähnliche Tendenzen gesehen, wie wir ausgedeutet haben, was sind denn die Konnotate des Löwen. Dennoch sind einige Warnungen angebracht, wenn man diese Technik anwendet auf diesen höfischen Roman Iwein. Ich habe auf ein Problem schon hingewiesen, beziehungsweise eine Warnung schon angesprochen. Denken Sie daran, es heißt mehrfacher Schriftsinn. Und es bedeutet nicht, man soll die Frage stellen, was bedeutet X eigentlich? Das ist keine hermeneutische Frage, was bedeutet X eigentlich? Das führt an Hermeneutik völlig vorbei. Hermeneutik wäre, dass eine Sinndimension, die offensichtlich ist, nämlich der buchstäbliche Sinn, überlagert wird oder korrespondiert mit zusätzlichen Sinnangeboten, die diesen buchstäblichen Sinn aber keineswegs ersetzen. Auch die Amtskirche im Mittelalter weist immer wieder in Bezug auf die Exegese-Methode des vierfachen Schriftsinns hin, dass der buchstäbliche Schriftsinn nicht vergessen werden darf. Das ist eigentlich der wichtigste Schriftsinn.
Wir haben mit dieser Technik der Hermeneutik keine Technik der Sinnverschlüsselung vor uns, sondern eine Technik der Sinnvervielfältigung. So kann man es vielleicht begreifen. Die Hermeneutik ist ein Denkmodell für die Interpretation der Bibel. Sie ist kein Denkmodell oder kein Konstruktionsmodell, das dafür erfunden wurde, ja, weltliche Literatur zu verfassen. Höfische Literatur kennt und benutzt diese Technik der Hermeneutik, das ist, glaube ich, offensichtlich, aber eben nicht zur Sinnverschlüsselung. Es geht nicht darum, einen damit verdeckten Sinn rauszuarbeiten, sondern die höfische Literatur benutzt die Hermeneutik meines Erachtens nach dafür, dass schon vorliegender Sinn einfach noch zusätzlich angereichert und unterstützt wird. Durch die Verwendung hermeneutischer Techniken wird ein Text nicht zu einem per se religiösen oder gar kirchlichen Text. Auch das wäre zu beachten. Wir haben nach wie vor einen höfischen Roman vor uns, der sehr starkes Augenmerk auf die Immanenz richtet. Es gibt hier eine ziemlich unentspannte Forschungsdiskussion in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die sich um die Figur und um die Arbeit von Friedrich Ohly festgemacht hat. Friedrich Ohly war ein Wissenschaftler, der unter anderem einen äußerst wirkmächtigen Aufsatz geschrieben hat mit dem Titel Vom geistigen Sinn des Wortes im Mittelalter. Und Ohly hat darin eben vertreten, dass wir den mehrfachen Schriftsinn auch auf diese höfischen Romane anwenden können. Vor allem in Nachfolge Ohlys, Ohly selber begeht diesen Fehler eigentlich nicht, wird dann häufig gefragt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ja, bedeutet der Löwe nicht eigentlich Gott, bedeutet er nicht eigentlich Treue? Also es wird genau dieser Fehler gemacht, auf den ich versucht habe, jetzt mehrfach schon hinzuweisen. Bedeutet X nicht eigentlich etwas anderes? Wir haben dann sehr schnell eine Gegenfraktion in der Forschung und die sind dann oder stehen für das gegenteilige Radikal. Die sagen dann, die geistige Sinndimension ist nicht auf weltliche Texte anwendbar. Der vierfache Schriftsinn hat hier einfach gar nichts zu suchen. Nun, ich habe Ihnen versucht zu zeigen, dass die Frage falsch gestellt ist. Bedeutet X eigentlich nicht etwas anderes? Das wäre schlechte Hermeneutik. Die Texte benutzen sicherlich die Technik des mehrfachen Schriftsinns, aber eben nicht, um einen verborgenen Sinn irgendwo einzuschmuggeln, sondern um textinterne Konnotationen zu verstärken. Sie haben ja gesehen, dass diese ganzen Sachen, die ich dann im zweiten Schritt auch aus textexternen Konnotationen herausgearbeitet habe, die den Löwen betreffen, dass die textintern eigentlich schon längst vorlagen. Mit diesen einschlägigen Zitaten, der Löwe wurde schon längst mit Tod, mit Auferstehung verknüpft, er wurde schon längst mit Treue verknüpft und er wurde schon längst mit Edel und Wilde verknüpft. Alles das liegt im Text selber schon vor und dazu passen eben wunderbar diese anderen Sinndimensionen, die wiederum aus einer sehr hermeneutischen Tradition stammen. Ich sehe es entsprechend ein bisschen entspannter als die Forschung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Für mich ist das Christentum nicht zuletzt eine bestimmte Sprachform, ja, eine Sprechergemeinschaft sozusagen. Und diese Sprechergemeinschaft, die hat auch eine Grammatik. Und zu dieser Grammatik gehört zum Beispiel auch die Logik des mehrfachen Schriftsinns. Diese Grammatik kann auch zur Erstellung von ganz anderen Texten herangezogen werden. Hier beispielsweise zur Erstellung eines höfischen Romans. Der wird damit nicht zu einem per se religiösen Text oder kirchlichen Text oder sowas, sondern er bleibt ein höfischer Roman, aber er kann diese Grammatik, diese Sprachlogik sozusagen benutzen für seine eigenen Zwecke. Ja, das war's mit einer kleinen tiefen Bohrung in die sehr große Fülle, die der Iwein-Roman interpretativ uns bietet. Nächste Woche geht's dann weiter mit der Klage.